Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! Kollege Murmann hat ja schon die Leistungen beschrieben, die in Deutschland in Forschung und Entwicklung auch bei kleinen und mittleren Unternehmen existiert. René Respel, regelrechte Begeisterungsapplausstürme hat er vor, weil wir sehen, da passiert sehr viel. Das sind enorme Leistungen, die da sind. Deshalb ist vielleicht eine digitale Antwort, die gestern gegeben wurde, haben Sie indirekt zitiert, wasted money, also man hat das Geld vergeudet, einerseits und andererseits Forschungsförderung für alle. Dazwischen könnte es liegen. Es gibt keine digitalen Antworten. Und immerhin, auf KMUs entfallen ja im Moment 10% der gesamten durch F&E-Ausgaben in Deutschland induzierten Mittel. Das ist eine ganze Menge. 15% der Innovationsausgaben aller deutscher Unternehmen. Und doch sagt eine Expertenkommission, dass die Innovationsanstrengungen, also die Intensität von KMUs, langfristig nachlässt. Und ich glaube, da muss man schon drüber nachdenken, weil wenn das langfristig dann eine Weile andauert, dann merkt man, wir könnten in Probleme bekommen. Und woran liegt das? Gut, hohe Innovationskosten sind ein Hemmnis, das ist klar. Wirtschaftliche Risiken sind für Kleine schwerer zu tragen. Mangel an Fachkräften ist sehr wichtig. Und auch der Mangel an internen und externen Finanzierungsquellen, weil häufig die Innenfinanzierung der Unternehmen nicht stark genug ist. Und deshalb muss man gucken, die Projektförderung, die greift schon sehr zielgenau zu, dass deshalb die guten Ergebnisse, die Sie beschreiben. Was wir noch nicht haben, ist eine steuerliche Förderung. Und deshalb ist es klug, darüber nachzudenken. Deshalb finden wir den Antrag der Grünen auch im Großen und Ganzen sehr gut. Aber klar, es gibt natürlich ein Aber, sonst würde ich ja gleich sagen, wir nehmen ihn. Übrigens, wenn wir mal in andere OECD-Länder gucken, 28 andere von 34 haben auch eine Forschungsförderung. Also es ist nicht so, dass das jetzt eine Idee wäre, die man von vornherein ablehnen kann. Und sie klingt auch irgendwie attraktiver. Eine Forschungsförderung für Kleine ist immer schwer, wenn ich einen Projektantrag stellen muss. Ich habe ein hohes Risiko, dass der abgelehnt wird. Es ist aufwendig. Es gilt auch als bürokratisch. Und man denkt immer, die geringen administrativen Kosten bei der Forschungsförderung, die werden einfach so zu formulieren. Aber es ist ein Irrglaube, zu meinen, es sei einfach so leicht administrierbar, weil die Abgrenzungsprobleme, die damit auftreten, was ist eigentlich förderungswürdig, die bleiben natürlich und die erschweren wieder diesen gesamten Prozess. Bezogen auf den konkreten Änderungsvorschlag im 35c Einkommensteuergesetz, der klingt harmlos, aber führt doch zu Belastungen von 770 Millionen jetzt geschätzt. Das ist kein Pappenstiel. Ich glaube, darüber muss man wirklich nachdenken. Die anderen Bedingungen, die die Grünen formulieren, da können wir viele mittragen. 15% aller Aufwendungen zusätzlich zu dem Betriebsausgabenabzug, ganz gute Idee. Auf 15 Millionen pro Unternehmen und Forschungsvorhaben begrenzt, finden wir auch in Ordnung, dass es für denselben Zweck, also Forschungsförderung, keine andere Förderung aus öffentlichen Töpfen geben soll. Wir merken schon, der Antrag ist ganz gut. Der ist ganz gut, der Antrag. Das brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Sie sind ja auch in Koalition, wissen, wie sowas funktioniert. Und wenn, ja, und ja, was wir auch gut finden, ist, wenn die Steuerermäßigung höher ist als die Steuerzahlung, gibt es Tax Credits. Also die einzelnen Maßnahmen sind ganz gut. Was Sie nicht gelöst haben, auch jetzt zu hören, was Sie nicht gelöst haben, ist, die Zielgenauigkeit zu erhöhen, Mitnahmeeffekte zu vermeiden. Und das Ergebnis in der Anhörung war tatsächlich, dass möglicherweise bis Mitarbeiter von 249 Mitarbeiter wir die falsche Zielgruppe haben. Oder wir vergessen die allerwichtigste, vielleicht eine Zielgruppe von 250 bis 2000. Ob die Zahl jetzt genau stimmt, ist egal. Denn dort wird möglicherweise, und das ist so, viel mehr geforscht. Also die Zielgenauigkeit, die lässt sehr zu wünschen übrig. Und wenn wir das noch hinbekommen, ich glaube, dann können wir auch gemeinsam einen Antrag machen. Schöne Zeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kerstin André. Fraktion.